Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge für euch hier aus der Villa Premium Deluxe. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, neben dem Stammtisch, der Link, der kommt heute drunter. Ich habe es gestern irgendwie vergessen, aber bei der Sendung von vorgestern sollte er zumindest drin sein. Also, Themen: Global Airlines A380 kommen nach Europa, also zumindest der erste. Weiter geht es mit der Lufthansa. Die möchte effizienter werden und muss effizienter werden, weil die Streiks so viel Geld gekostet haben. Lufthansa kämpft auch mit der Lieferung der A320er. Neos, die kommen fast ein halbes Jahr zu spät, 6 Monate. Und wir haben Hilton, eine Erinnerung. Ja, heute fängt die Hilton-Promotion an. Ich habe mit Entsetzen festgestellt, ich habe mich nicht anmelden können. Deshalb werde ich da heute eine Erinnerung geben. Und Passagiere evakuieren mit Koffern. Da gibt es ein Video. Und wer von euch, wie ich, ein Starwood-Jünger war und immer noch im Herzen ist, und ich habe immer noch die App auf meinem Handy, wer es nicht glaubt, ich zeige es direkt. Und zwar ist es so, dass ich hier, ihr seht es, da ist die SPG-App, aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass die SPG-App nicht runterlädt, aber das Logo zumindest da ist. Westin, eine Marke, die ich zuletzt in Los Angeles in der South Coast Plaza genossen habe, mit dem Heavenly Bed, ein bisschen angestaubtes Image, aber die Betten bekommen Upgrade. Da gibt es jetzt ein Pimping. Diese Themen habe ich für euch vorbereitet. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch immer wichtig zu kommentieren und kommt zu den Stammtischen, damit wir uns auch persönlich kennenlernen. Und über den Link könnt ihr euch anmelden. Unter den Shownotes ist dieser. Versprochen, heute ist er da. Bei den anderen Sendungen sollte er jetzt auch da sein. Ich habe es gemacht und oben angepinnt. Erstes Thema, was wir haben, das ist Global Airlines. Und da gebe ich euch mal ein Bild auf die Augen. Da fällt einem ja auch direkt ein 9H Global. Und dann steht der Airbus A380. Und das Flugzeug ist jetzt quasi aus Kalifornien, aus der Wüste nach Europa gekommen. Die zentrale Information, die wir natürlich alle suchen, das ist das Datum, wann die Bude startet. Ja, also da gibt es noch keinen Hinweis. Und man sieht aber, dass die Vorbereitungen alle dort gemacht werden und man versucht und macht und tut. Also insofern, die meinen es wirklich ernst und verbrennen Geld. Also wichtig ist halt wirklich, dass man halt im Frühjahr 2024 mit 4 A380ern loslegen wollte. Wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, aufgrund der Kürze der Zeit. Ticketverkauf ist ja auch noch nicht gestartet. Und dann ist es so, dass man wirklich, ja, man weiß ja eigentlich gar nichts. Wir wissen höchstens, wie die Buden von innen aussehen, weil das die alten Flieger sind, die wir ja schon kennen. Die hatten wir ja von Highfly, glaube ich, schon gesehen. Und die stand halt wirklich in Mojave Air Space Airport und ist dann von Montreal und von dort dann am 1. Mai weiter nach Prestwick in Schottland. Also sie sind jetzt schon quasi über den Atlantik und die Bude steht da. Ich bin mal gespannt, was da gemacht wird. Und zwar, ich denke mal, dass das irgendwie so bei Highfly oder so bei denen in die Geschichte reingeht. Und was auch spannend ist, ist, wie geht's weiter? Wann geht's weiter? Wann geht's endlich los? Also ich bin gespannt, weil so nah an der neuen Fluggesellschaften war ja schon lange nicht mehr. Auch die Lackierung ist ja noch nicht wirklich neu. Die alte Lackierung ist immer noch drauf. Das war übrigens eine für China Southern, nicht für Singapore Airlines. Und die ist da quasi noch dabei. Und da kann man dann sagen, dass man das Flugzeug mit der Seriennummer 6 gesichert hat. Das war nämlich die Singapore Airlines Bude. Aber die kommt auch noch nicht. Also da bin ich mal gespannt, was da passiert. Denn man hat dort eine substanzielle Anzahlung geleistet. Also insofern ist man da wohl am guten Weg. Ne? Das passiert, da passiert was, da kommt was. Wo auch was passiert und wo was kommt, das ist bei solchen Evakuierungen. Und da gebe ich euch das jetzt auch noch mal auf die Augen, damit ihr das seht. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Da seht ihr das Bild. Das ist eine MD-82.
Die wird gerade evakuiert von Laser Airlines in Caracas. Und interessant ist halt wirklich, die Maschine war gerade am Boden, es gab Rauch in der Kabine. Und dann haben diese Leute ihre Sachen mitgenommen am Gate in der venezolanischen Hauptstadt. Und das ist natürlich so, dass das GTG, Gasturbinengenerator oder APU, Auxiliary Power Unit, wie es wahrscheinlich da heißen wird, Rauch gemacht hat. Und da sieht man halt wirklich, wie die mit den großen Gepäckstücken über die Notrutsche rausgehen mit der Bude. Das ist schon krass. Und ich bin mal gespannt. Man sieht auch, wie ein Mann mit einem großen Koffer von der Rutsche aufspringt und danach wegen eines großen Tempos hinfällt. Also das ist unglaublich, was da passiert. Da ist es. Also da fragt man sich echt, was bei Leuten los ist. Denn Gepäck ist halt ein Riesenproblem und ist gefährlich, wenn man ehrlich ist. Denn das Gepäck als solches ist ja so, dass das A, Leute verletzen kann als Wurfgeschoss oder im Weg rumliegt oder aber die Rutsche auch in einer Art und Weise beschädigt, dass diese Rutsche nicht mehr nutzbar ist. Das heißt also, dass man damit dann auch quasi den Notausgang kaputt macht und vor allem, wir haben ja einen Teil vergessen, wie lange dauert das, bis ihr euer scheiß Gepäck in der Hand habt, Kollegen da in Venezuela oder wo war es nochmal? Jetzt habe ich Venezuela gesagt, war es Venezuela? Venezuela. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, kannst du nicht ausdenken, echt bekloppt, echt schlimm, echt schwierig und vor allem auch, und das ist halt das Schlimme, die wissen teilweise gar nicht, in welche Gefahr sie sich begeben. Also da kannst du nicht mehr viel zu sagen. Ich bin fertig. Jetzt gehen wir weiter mit der Lufthansa. Und zwar die Lufthansa. Die Lufthansa hat dort ein Problem. Und zwar kommen die Airbus A320 Neos nicht so, wie sie bestellt sind. Die haben alle Lieferverspätungen. Und das liegt natürlich an den Triebwerken, weil die Triebwerke nicht in der Stückzahl kommen, wie sie eigentlich kommen sollten. Und dann zusätzlich noch das Problem ist, dass die Lufthansa parallel bis zu 20 Flieger, glaube ich, stehen hat mit denen am Boden. Und jetzt hat man auch eine Rekordanzahl an 50 Wet-Lease-Flugzeugen. Und diese Wet-Lease-Flugzeuge braucht man, um einen stabilen Flugplan darzustellen bei der Lufthansa. Das ist halt relativ krass. Und Carsten S. aus M. sagte auch dazu, dass er in seiner Konzernzugehörigkeit, und das war jetzt 30 Jahre, das noch nie gesehen hat, dass man so viele Flugzeuge brauchte. Und diese Flugzeuge sind natürlich, wie wir alle wissen, im Konzern verteilt. Wir wissen ja von Air Baltic zum Beispiel, die da fliegen und so weiter und so fort. Und jetzt sagt ihr natürlich, die haben doch Flugzeuge, die sie sonst weggeben würden. Ja, natürlich, die CEOs, die fliegen weiter, weil man damit natürlich auch versucht, dieses Loch und diese Nichtverfügbarkeit zu stopfen. Also ich hoffe, dass es da bald eine Entspannung gibt für alle Verantwortlichen und ich denke mal, dass das natürlich auch nicht vergleichbar ist mit der Max-Geschichte, die da ist. Aber es ist einfach schon lustig, dass man die Triebwerksprobleme hat. So hat die Max die anderen Probleme. Ich bin da, ja, nicht schadenfroh. Aber daran sieht man halt, was da alles passiert und wie schnell sowas gehen kann. Topi Manner, der ehemalige CEO der Finnair, sagt ja auch, dass eine Neo sich nicht bezahlt machen würde, weil die Wartung so viel teurer ist. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, da hatte der Mann doch vielleicht mehr Recht, als er selber gedacht hat. Weil ja, stell mal vor, die hätten sich Neos bestellt. Die wären ja gar nicht gekommen. Aber das wäre natürlich dann Geld gewesen, das man als Kompensation zurückgekriegt hätte. Jetzt gehen wir weiter bei der Lufthansa. Und da geht es um Produktivität. Und zwar, die Lufthansa hat ja arg gebeutelt vom Streik, sich da mit vielen 100 Millionen Schulden, hätte ich fast gesagt, oder verlorenen Buchungen dort belustigt. Und da sind 350 Millionen im ersten Quartal und weitere 100 Millionen im zweiten Quartal 2024, die durch diese Tarifauseinandersetzung verlustig gegangen sind. Und dann natürlich sind die Abschlüsse so hoch gewesen, dass man da natürlich dann auch noch mal weitere hohe Kosten hat, die auch kompensiert werden müssen. Und das möchte die Lufthansa kompensieren über Produktivität. Heißt also, man möchte eine erhebliche Produktivitätssteigerung.
Und gerade in unserer Branche werden Streiks instrumentalisiert, sagt Carsten Spohr. Und dann geht es halt wirklich weiter, dass man halt in diesem Zeitraum 550 Streikstunden, 6% der Flüge waren betroffen, gezählt hat. Also insofern ist das natürlich etwas, was natürlich eine krasse Geschichte ist. Und ich bin mal gespannt, dass man diese Produktivitätssteigerung, wie man die hinbekommen möchte. Eine Sache sagt er dann auch. Hier sollen mit den Piloten bis Sommer Maßnahmen erarbeitet werden, um die Cockpitkosten bis 30 oder 35 Millionen zu reduzieren. Das ist bei der Cargo. Wie das passieren soll, ist natürlich klar, dass man mehr fliegt. Also das heißt, dass da halt wesentlich mehr gemacht werden muss von der Pilotenseite, dass man da dann Gas gibt und fliegt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Deshalb habe ich auch die Frage des Tages da für euch nochmal aufgeschrieben. Wie kann Lufthansa die Produktivität verbessern? Ist euch das Wetlease bei Lufthansa aufgefallen? Also diese beiden Sachen könnt ihr ja in der Frage des Tages beantworten. Und lasst euch hoffentlich nicht von dem Hund im Hintergrund dort beirren, der anscheinend irgendetwas gefunden hat, was er nicht mag. Wir haben jetzt Hotelzeit. Und zwar, da haben wir zwei Themen mit den Hotels. Und zwar, das erste Thema ist Westin. Und zwar Westin ist in meinen Augen einer der besseren Marken, weil die Hotels natürlich einen gewissen Standard haben und auch wirklich ehrlicherweise mit dem Heavenly Bed und auch Heavenly Bath ein Produkt haben, was seinesgleichen sucht. Und diese Produkte sind natürlich in meinen Augen schon top. 1999, als man das bei Starwood eingeführt hat, in der Westin-Gruppe, das Heavenly Bed und Heavenly Bathroom, haben die alle gesagt, oh, seid ihr bekloppt? Und nein, ich fand die Betten immer bequem. Und jetzt gibt es noch eine interessante Zahl. Man kann nämlich übrigens, abgesehen davon, wer bei euch bei Marriott Bonvoy ein Statuskunde ist, beziehungsweise einen Status hat, dort kann man als Platinum Choice Benefit, als Marriott Bonvoy Mitglied, kann man sich einen Gutschein holen, jetzt $1,000 Value, um sich so ein Bett zu kaufen. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, die haben 500.000 von diesen Betten über die Westin-Webseite verkauft. Ich gebe euch mal die, warte, ich kopiere mal den Link. Wo haben wir es? Copy-Link. Und dann zeige ich euch den mal hier auf der Seite, damit ihr auch seht, wovon der Mann redet. Und da seht ihr das, ups, das war ja nicht das, sondern da gehen wir Accept All Cookies. Hier kann man sogar noch einen Gewinn. Aber da seht ihr das Heavenly Bed. Man kann da auch das Bedding kaufen, also auch die Hotel Pillows, Firm, Soft, Feather, Down, Down, Body Pillow, Euro Pillow. Keine Ahnung, was ein Euro Pillow ist. Gucken wir doch mal kurz nach, was ein Euro. Da seht ihr das. Das ist ein Euro Pillow von $74. Kommt bald. Das kann man aber, wenn man sich ein Heavenly Bed kaufen möchte, festhalten, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Ich gehe einfach mal davon aus, von einem California King, das ist das Größte, was man haben kann. Dann Box Spring, das ist quasi das, was am besten ist. Wenn man dann noch den Bettrahmen hinzufügt, dann können wir das Ganze in Punkten, glaube ich, hier seht ihr das, 32.000 Punkte kostet der Bettrahmen. Und jetzt gucken wir mal, oh, ich muss den Box Spring Tribe aussuchen, Standard, Low Profile, ich mache mal Standard, dann sind das 784.000 Punkte oder $3.395. Und wenn ihr den Voucher habt, könnt ihr den damit auch kaufen. Leider kann man den, glaube ich, nicht nach Europa schicken lassen. Ah, doch, hier. Es gibt die Seite sogar auf Deutsch. Hey, warum haben wir das nicht direkt verstanden? Und daran seht ihr halt wirklich, dass dieses Bett gekauft werden kann. Schlafen Sie gut. Und jetzt gucken wir mal, was die Bude in Euro kostet. Da seht ihr es in der Größe Super King. Was, glaube ich, California King ist, 2 Meter mal 2,20. Hier kann man gar nicht aussuchen, was man da kriegt. Da kriegt man halt das volle Programm und kann dann mal auf die Kasse gehen. Also, da seht ihr, Standardversand nochmal 299 Euro. Ist mit, also das ganze Ding kostet 3.794. Und jetzt gebe ich hier mal aus Spaß ein, Finnland, liefern sie gar nicht hierhin. Also könnte ich das gar nicht bekommen. Deutschland könnte ich es bekommen und damit ist das Bett natürlich gekauft.
Jetzt sagt ihr natürlich, warum erzählst du uns nicht, was die Neuigkeiten sind? Die Neuigkeiten, die lese ich euch direkt ab. Und zwar, die Plush-Top-Matratze ist mit der Silber, mit dem Silbergewebe oder Silbergarn gemacht. Und das gibt nochmal eine zusätzliche Schicht von Temperaturregulation und hat dann nochmal ein Gel, was rein infused ist, also irgendwie reingemacht ist, was da auch dann nochmal mehr Möglichkeiten gibt, mit dem Memory Foam, also mit dem Gedächtnisschaum, der halt wirklich das, was man dann als quasi als sich selber merkende Kontur oder sowas dann bekommt. Also insofern, da wird es nochmal verbessert, dass man dort halt mehr Temperatur hat. Und es gibt dann auch ein Full-Frame-Piping, was dann auch nochmal eine Komfortverbesserung ist. Also im Prinzip ein Upgrade. Ich weiß nicht, wer von euch überlegt hatte, mal ein Hotelbett zu kaufen. Ich hatte mal geguckt, ob ich es kaufe, aber ich habe dann überlegt, nee, was soll ich damit? Ich habe ja nirgendwo einen Platz, den ich damit beglücken kann. Also insofern fällt das aus, wegen ist nicht. Ich hatte jetzt gedacht, ich will nicht in die 20 Minuten rankommen, aber wir sind schon bei 16 Minuten. Ihr seht, ich kann auch über ein Bett so lange labern. Seid ein bisschen gnädig zu mir. Ich hoffe, ihr seid mir gefolgt mit dem Bett. Ich habe keine Kommission, die ich kriege dafür oder sonst was. Also nur so als Randbemerkung. So, dann haben wir noch von Hilton die Promotion. Und zwar gibt es doppelte Punkte für jeden Aufenthalt. Da müsst ihr euch für diese Promotion anmelden. Ich selber konnte mich bei dieser Two Bonus Points Every Stay Promotion nicht anmelden. Das ist die Promotion, die halt die 2000 Punkte ablöst. Wer länger übernachtet im Hotel und auch teure Nächte hat, hat natürlich den Vorteil. Wer eher kürzer übernachtet, der hat halt den Nachteil, dass man da nicht wirklich den Vorteil hat. Aber es ist halt besser als nichts. Und die läuft bis zum 2. September, Juni, Mai haben wir ja schon. Doch, Juni, Juli, August, September, also läuft 5 Monate. Also da anmelden. Ich persönlich habe angerufen. Ich hasse das Anrufen, weil ich eine Fehlermeldung bekommen habe, weil man mit dem Anrufen halt auch keinen Nachweis hat, dass man sich dafür eingetragen hat. Deshalb bin ich mal gespannt, wenn ich die erste Hilton-Nacht vielleicht morgen schon habe, ob die Punkte dann gut geschrieben werden, direkt Montag, wenn ich auschecke. Also insofern, guck mal, was da passiert. Also ich bin mal gespannt mit der Promotion, wie ich davon partizipieren kann, weil ich ja doch mittlerweile bei Hilton mehr übernachte, als ich eigentlich gedacht habe. Jawohl. So, denkt dran, die Kanalmitgliedschaft zu erwägen, um den Kanal zu unterstützen. Denkt dran, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, aber auf jeden Fall zu abonnieren. Das sind alles Sachen, die nichts kosten. Kommt zum Stammtisch und da können wir uns dann persönlich kennenlernen. Vorher ist ja auch der Teil mit der Kreditkarte bei jedem Stammtisch. Da können wir uns dann auch nochmal kennenlernen und da kann ich euch eure Fragen beantworten, dass ihr eure Kreditkarte vielleicht selber beantragen möchtet. Oder wenn ihr sagt, ich brauche deine Hilfe, Lars, dann haben wir dafür natürlich auch Pakete, die euch zur Hand gehen. Habe ich jetzt 20 Minuten jetzt voll gemacht? Ich muss mal gerade gucken, wo bin ich denn hier? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Da ist die Maus. 18 Minuten. Ich schaffe es nicht. Aber kein Grund zur Panik. Ich bin fertig mit Labern und ich gebe euch den Abspann. Danke dafür und bis morgen in Alter und Frische. Also bis dann. Ciao und Abspann. Ciao. Thank you.